Sie sind ein erfolgreicher Kaufmann, national und international. Sie machen die beste Konfitüre der Welt, habe ich heute beim Frühstück erst wieder erleben dürfen. Sie sind auch ein Mann der Gesellschaft. Das sind Dinge, die man weiß, die viele Menschen wissen. Jetzt möchte ich am Beginn von unserem Gespräch das Rad der Zeit etwas zurückdrehen. 100 Jahre. Ich bin aber erst 62, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Wo sind die Wurzeln der Firma Staud? Wie hat diese Erfolgsgeschichte begonnen? Also, das ist schon so, dass ich sehr dankbar bin, dass Obst und Gemüse eigentlich in meinen Adern fließt, von zwei Seiten her. Von der einen Seite, das ist der Stamm meines Papas, der Wiener, 1885, Gründung eines Obst- und Gemüse-Großhandels hier an dem Standort am Brunnenmarkt. Und meine Mutter ist dann dazugekommen als Bauerstochter aus Buch bei Weiz, Landwirtschaft, die Urproduktion, die Scholle und den Handel. Also beides in mir vereint. Und mein Vater hat 1947 dort in Buch bei Weiz nicht nur Äpfel eingekauft, sondern hat meine Mutter auch mitgenommen, gleich nach Wien, und 1948 mich gemacht. Und ich finde, dass es eine schöne Kombination ist, dieses Standler-Dasein und dieses Bäuerliche in mir, zurück in die Natur, in den Ursprung. Also ich habe das mitbekommen, seit ich auf der Welt bin. Und das Zweite, was unsere Professoren an der Welthandel, damals noch Welthandel, heute Wirtschaftsuniversität, uns mitgegeben haben: Produkt handeln ist zu trivial, wir sollen doch versuchen, etwas zu veredeln und auf die ganze Welt hinausbringen und Sprachen lernen, Welt kennenlernen, waren eigentlich meine Professoren damals auf der Welthandel mit Schuld, dass ich meinen Job so mache, wie ich ihn heute mache. Ja. Genau, das war eigentlich die Wurzel. Ja. Es ist ja nicht nur, dass man die Tradition jetzt verherrlicht oder es hat was Gutes und das Moderne, wir schreiten ja fort mit jedem Tag und wir entwickeln und forschen ja auch. Also es bleibt ja nicht stehen, das Rad, das bleibt nicht stehen und wir müssen dauernd innovieren. Es gibt Dinge heute, die positiv, meine ich, sind, die es eben vor 30 Jahren noch nicht gegeben hat. So, wo wir jetzt wieder forschen mit einem neuen Pektin, das ist das Geliermittel, weil es da auch Fortschritte gibt, auch bei Firmen, bei Lieferanten, und wir aufspringen, da wir wieder ein Stückchen voran sind. Ja. Ein Beispiel dafür ist auch dieser Pavillon, wo wir jetzt sitzen. Ja. Sie haben alte Elemente übernommen und trotzdem einen Neubau, einen modernen Bau hingestellt. Ja. Ist das? Unsere Kunden haben mir damals mit dem Umbringen gedroht, wenn ich also wesentliche Veränderungen hier vornehme. Ich glaube, das ist zwar jetzt neu, weil es nicht mehr zu erhalten war. Es war im 46er Jahr gebaut, aus Kriegsschuttresten eigentlich. Die Leute haben ja nichts gehabt. Die Ziegeln waren eher aufeinandergelegt, als dass da recht Spachtelmaße dazwischen war. Ja, da muss man mal reagieren. Und ich hoffe, wir haben das so im Stil von damals, von meinem Papa, auch die dunklen Regale, die dunkelgrünen Regale, die Farbe meines Vaters so geliebt hat, also das Schönbrunner Gelb und das Schönbrunner Grün, Blau, hier auch wieder umgesetzt. Und ich glaube, damals hatten die Leute gesagt, jetzt wissen wir, dass der Staud an Huscher hat. Das haben wir schon geahnt. Warum investiert er nicht seine 4,5 Millionen Schilling? Das war noch in Schilling geplant, 2001, gezahlt dann in Euro. Warum investiert er diese Menge an Geld nicht und geht am Naschmarkt? Ich habe gesagt, nein, ich möchte hier ein Zeichen setzen, wenn jeder sein Grätzl vernachlässigt. Und das ist ganz wichtig, dass man das Grätzl, weil es gibt das Grätzl überall, in Tokio oder in New York, es gibt es überall. Genau. Also das Grätzl gesund erhalten und pflegen. Der Pavillon ist ein Stück Heimat, das Wort Pavillon stimmt gar nicht, obwohl die Kunden alle gesagt haben, ist ein Pavillon. Normalerweise steht ein Pavillon für sich alleine, aber das hat sich jetzt so eingebürgert, das Wort, und niemand findet etwas dagegen, nur ein Baumeister würde sagen, das ist kein Pavillon. Okay. Ja? Und versinnbildlich für mich, er ist mittlerweile ein Treffpunkt geworden von eigentlich der ganzen Welt. Wenn man hier bedenkt,
Wir haben nicht einmal eine gescheite Adresse, man kann es nur beschreiben, es ist zwischen dort oder Ecke dort. Da kann man Leute aus Tokio und Leute aus Südamerika und finden hierher. Ja. Das ist ja das Größte, nicht? Die kommen zielstrebig hierher, haben irgendwas in irgendwelchen Fremdenführern gefunden und kommen dann daher. Ja. Die haben kein Problem. Ist ein richtiger Platz der Kommunikation. Ja. Auch innen, Sie haben das, glaube ich, so gestaltet, dass man diese Fläche, diese Verkaufsfläche auch zu einer Bar umbauen kann oder zu einer kleinen Bühne. Ja. Ja. Welchen Hintergrund hat das? Das ist dann gekommen in der Entwicklung, habe ich gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass wir hier kochen mit frischen Produkten vom Brunnenmarkt. Da geht man einkaufen und dann wird da gekocht. Funktioniert perfekt. Es war der Schweizer Fernsehen da, wissen Sie, was wir gekocht haben. Sagen Sie mir's. Also die wollten unbedingt Crepe, also Palatschinken machen. Und wir haben das hervorragend hier, da hinten ist eine Küche, zu Wege gebracht. Das war eine österreichisch-schweizerische Koproduktion an Palatschinken oder Pfannkuchen oder Crepe. Ja. Wobei die Unterschiede sind in der Teigzubereitung schon gewaltig und bei manchen Produkten eigentlich ist die Schweizer machen unnötig. Also der wollte unbedingt ein Backpulver hineingeben in den Palatschinken. Ich glaube, das macht ein Wiener nicht. Ja. Und wo ich mich dann klein klopfen habe lassen, ist, die Hälfte der Butter hat er erwärmt und die hat er in den Teig hinein. Haben wir gedacht, na gut, das kann ja passieren, weil es ist ja doch eher egal, ob die Butter drunten ist oder im Teig schon drinnen. Das macht ja keinen Unterschied. Dann wollte er Unmengen an Vanillezucker hineinschmeißen, das habe ich ihm auch verboten. Der Palatschinkenteig, wenn er überbleibt, kann man ja noch schöne Frittatensuppe daraus machen. Richtig, genau. Damit machen. Ja. So. Dieser Pavillon, ich bleibe jetzt bei dem Wort, ist Präsentationsfläche Ihrer Produkte, es ist Verkaufsfläche auch. Wo findet man Ihre Produkte hauptsächlich außerhalb des Pavillons? Wo im Handel? Also bei den zwei großen Ketten natürlich in Österreich und unser jüngstes Kind, also ab morgen oder übermorgen, wenn der LKW dann wieder in Ordnung ist, weil der ist irgendwo auf der Strecke von Moskau nach Wien jetzt zusammengebrochen, da wird notgepflegt oder kommt ein neuer, dann auch in Moskau und in Russland. Also jetzt würde ich Ihnen alles aufzählen. Das wird es lang sein, dass 17 Staaten sind, in die wir bereits bis jetzt liefern. Und es ist positiv und es entwickelt sich gut und es wächst gut. Die Krise war vielleicht in unserem Fall sogar positiv. Die Leute lesen jetzt mehr, was steht auf dem Etikett drauf, was ist da eigentlich drin. Sie sind bewusster geworden, zahlen gerne mehr. Das muss alles ein gerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich sein. Aber Sie wollen ein Vertrauen und das dürfen wir und eine Sicherheit und wir dürfen beides nicht. Niemals die Konsumenten enttäuschen. Das wäre der Anfang vom Ende. Und da muss man diese Konsequenz, diese Disziplin, die wir uns eigentlich am meisten selbst drauf erleben, wirklich hart durchziehen. Und das ist nämlich der Erfolg. Weil sonst wüsste ich nicht, was Erfolg ist. Zum Wohl. Ich habe einen Satz von Ihnen gefunden, da sagen Sie, der, auf Ihre Produkte jetzt bezogen, der Wahrheit nichts hinzuzufügen. Ja. Was bedeutet das genau? Ja, ich brauche nichts, künsteln oder was. Ich kann Es ist einfach die Echtheit der Frucht. Die Echtheit der Frucht für mich ist es wichtig, dass der Geschmack, der Originäre hinüberkommt. Ja. Ich will nichts zudecken, ich möchte jetzt nicht eine Marillenmarmelade machen mit, ich weiß nicht was, ich mache zwar jetzt eine für einen Kunden von uns mit Chili, aber das ist ja ein Nebenprodukt. Für mich ist das Puristische das Wichtigste. Eine gute Marillenmarmelade, einen guten Himbeersaft, das ist doch das Wichtige. Was bleibt Ihnen so noch an Zeit übrig, um, ich weiß nicht, private Dinge zu machen? Oder Sie sind auch Wirtschaftssenator? Ja. Haben Sie da Aufgaben? Müssen Sie da Vorträge halten? Also naja, sollte ich machen, aber es ist alles eine Zeitfrage, weil diese Geschichten finden da in ganz Europa statt. Das ist herumfliegen und wieder drei Tage von der Firma weg sein. Das macht man eigentlich schon sehr schwer zu schaffen. Wir stehen jetzt vor einem Neubau, einem Umbau
unsere Produktionsstätte muss man vergrößern. Ja. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir brauchen eine zweite Abfüllstraße oder wir sagen Linie, einen zweiten Marmeladetopf, weil es kann nicht sein, dass wir ewig da Samstag und Sonntag in zwei Schichten fahren. Das halten die Leute eine Zeit lang aus, aber dann brechen die zusammen. Und diese Rastzeit, die will ich jetzt wieder haben, das Erholen, die möchte ich und für meine Mitarbeiter auch wieder haben. Drum dieser Schritt ganz notwendig ist. Entspannen tue ich mich, wann sie Zeit zulässt, mit irgendwann einmal oder dreimal im Jahr einen Ausflug machen. Aber am schnellsten entspannen kann ich mich mit der Musik, die ich da pflege. Oder ich habe, glaube ich, habe ich ein Foto gesehen, wo Sie am Klavier sitzen? Ja, ist das Instrument da hinten. Ja, genau. Wir haben auch eine CD herausgebracht und wir wollen unbedingt eine zweite CD machen. Nur es ist echt, wenn du die ganzen anderen Künstler und mich unter einem Hut bringen willst, das ist sehr schwierig, wo alle an dem gleichen Zeitpunkt Zeit haben. Das heißt, Sie spielen in einer Gruppe, in einer Band? Oder? Sind lauter Profis. Ja. Es ist für mich eine große Ehre, dass die mich mit Zahn auf gut Wienerisch sagen. Aber es geht, es passt, wir passen auch gut zusammen. Ja. Und Sie passen gut auf die Bühne. Ich habe Sie schon gesehen bei den Nestor-Festspielen. Ja. Mit einem Gastauftritt. Mit einer sehr tragenden Rolle, ja genau. Ja, ich habe eine Aktentasche getragen. Ja. Das heißt, die Kunst spielt eine große Rolle in Ihrem immer Leben. Schon, ja, immer schon. Ja. Sie werden es auch auf unseren Verschlüssen wiederfinden. Ich glaube, das ist meine Freiheit. Zusammen mit dem Windtourismus haben wir jetzt sind wir gerade am dritten Projekt dran, Jugendstil in Wien. Klimt hat im Jahr 2012 seinen 150. Geburtstag und wir wollen nicht nur Klimt machen, sondern tiefer gehen, und 50 Sujets haben wir gemeinsam mit Windtourismus ausgesucht, Jugendstil in Wien, und das bringen wir im Herbst heraus. Und vorher war die Musikserie und ganz vorher war die Kunstserie. Also alles Kooperationen mit Theatern, Opernhäusern in Wien, Museen, sind alle unsere Kooperationspartner, Gott sei Dank. Ja. Ich möchte dem Konsumenten sagen, an dem Tag, in diesem Marmeladentopf, da sind 1800 Gläser drinnen, gehen da raus, und die schmeckt alle gleich. Ja. Und die eine Woche später hat schon wieder anderes Wetter hinter sich, und das sind vielleicht aus einer anderen Region und schmeckt ein bisschen anders. Und das wollte ich, dieses Verständnis, nicht, dass die Leute reklamieren. Ich glaube, ich habe uns selber auch was Gutes gemacht. Ja, die schmeckt jetzt anders. Nein, nicht. Die Natur ist ja nicht jeden Tag gleich, bitte. Genau. Und beim Wein hat man es kapiert und beim Käse kapiert man es. Und warum soll man es nicht auch bei der Essiggurken oder bei der Marmelade kapieren? Ja. Ja? Wünsche für die Zukunft, dass das Wachstum wieder ein solides wird, wie ich immer früher gepredigt habe. Das Wachstum in dem letzten halben, dreiviertel Jahr war zu viel eigentlich. Ich würde nicht sagen ungesund, man kann das eine Zeit lang auch durchwegs verkraften. Es ist auch keine Blase, sondern es wird einfach mehr, und irgendwann gibt es immer so Sprünge in der Entwicklung eines Unternehmens. Das haben wir sogar auch damals schon gelernt, das muss man hinnehmen. Dann wird es wieder ein bisschen leiser. Also die Krise hat uns ja auch nicht wirklich was geschadet, sondern da waren wir halt von den zweistelligen Wachstumsraten auf einstellige. Aber das ist ja auch kein Malheur jetzt. Und jetzt sind wir wieder auf zweistelligen. Aber ich wünsche mir von der Zukunft, wenn Sie, was wir heuer bemerken und das vergangene Jahr, mein zweiter Wunsch am Neujahrstag, nach dem Wunsch für meine Verwandten, Bekannten, ist immer: Bitte, lieber Herrgott, lass wieder ein normales Jahr werden. Ohne großartige Wetterkapriolen. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, es wird einfach ärger. Es ist schon so. Es hagelt zum Beispiel heuer in Gebieten, jetzt mit dem Direktor der Hagelversicherung gesprochen, wo es früher nie gehagelt hat. Also die Oststeiermark war prädestiniert, Hagel, drum auch die Äpfel alle unter Hagelnetzen, aber jetzt haben wir das überall. Ja. Und das war früher nicht so. Und ob das jetzt sich beruhigt, aber ich glaube, in Zukunft
wird es für mich eher schwerer sein, meine Rohstofflieferanten, die mir die Juwelen, ja, ich sage ja zu meiner Ware, die ich da habe, dass das Juwelen sind. Ja. Ich möchte aber den Jungen immer Mut auch bei meinen Vorlesungen machen zur Selbstständigkeit. Nur, sie müssen eine Nische finden, an die sie erst einmal glauben und nicht gleich beim ersten Wind, der da kommt, gegen, dann gleich alles fallen lassen. Das habe ich auch nicht getan. Man muss durchtauchen und man darf den Mut nicht verlieren. Und wenn ich jetzt eine Geschäftsidee habe, und der ich glaube, dass sie umzusetzen ist, auch längerfristig, dann muss ich mir mit Leuten beraten. Das kann ich nicht alleine machen. Ja. Ich brauche Berater, ich brauche einen guten Businessplan, dann kriegt man einen Kredit. Und die Voraussetzungen sind ja eh schon, die Latten sind ja eh schon ziemlich hochgelegt. Da entscheiden ja auch andere mit, unter anderem die Bank. Ich würde den Jungen mitgeben, wenn der Job eine Leidenschaft wird, dann ist es gut. Dann ist der Job kein Job, keine Arbeit, sondern Spaß. Ja. Und für mich ist mein Beruf auch eine Leidenschaft. Ich habe so viel Spaß damit. Manchmal vergeht er da ein bisschen, aber das muss dann auch die andere Woche wieder besser. Genau. Ja. Weil vorige Woche habe ich zwei große Probleme gelöst, das sehr anstrengend ist. Sehr viel Telefoniererei, sehr viel Kontakte brauchst du. Und ich habe für die Betroffenen, ich als kleiner Schutzengel, auch das ist wichtig, dass man ein Schutzengel ist für die anderen. Ja. Weil ich habe auch einen Schutzengel braucht. Und die anderen brauchen auch Fallen. Und das ist doch was Schönes, was man im Leben sich selber erfüllen kann. Oder wenn eine, oder oft schreiben die Leute, sie machen uns glücklich. Also was gibt es Schöneres, als andere Menschen glücklich zu machen? Sehe ich Sie nächsten Freitag auf der Bühne Burg Liechtenstein? Nein, auf der Bühne im Publikum. Okay. Ja. das Schauspiel, es wollten mich schon einige große, witzigerweise Regisseure, ich mag da jetzt keine Namen setzen, aber es ist eine große Ehre, wenn ich daran denke, gruselt es mir. Wollen sie mich zum Schauspielunterricht bewegen, nur dann wird beides nicht gut. Die Marmelade nicht und die Schauspielerei. Es ist nicht vielleicht im nächsten Leben, aber es ist auch, wenn die Rolle noch so klein ist, du musst den Kopf, du kannst sonst nichts anderes machen. Aber an der Seite musst, von Elfriede Ott ist das schon was Besonderes. Bei dieser Größe, wenn ich mit dir auftreten wollte, die reißt mich sowieso mit. Ja. Da kann gar nichts schief gehen. Ja.